Und willkommen zurück bei Minecraft. Wir haben geplant in der letzten Folge und auch etwas verplant, deswegen ist ungefähr eine Folge mit Sinnlosigkeit draufgegangen. Ich meine, wir haben ein bisschen Kohle abgegriffen. Aber das ist auch nicht so der Hub und die Sonne geht schon wieder unter und ich gehe einfach mal schlafen. Einfach nur so zur Abwechslung gehe ich mal schlafen. Das macht sich zum Anfang der Folge immer ganz gut. So, wir benutzen mal hier unsere pyramidale Treppe. Hüpfen die mal ganz hoch. Und gucken mal, was uns dort oben erwarten wird. Dö, 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 dö. Da hier ist der halbfertige Turm. Das ist ja auch ein bisschen bedauerlich, aber ist halt so. Und wir schlafen hier im Anbetracht des Mondes ein bisschen ein. Und wachen wieder auf und gucken gleich mal nach unserem Zombie-Spawner. So, ich habe zwar eigentlich im Moment bessere Sachen zu tun, also rein städtebautechnisch, als mich um irgendwelche unterirdischen Zombie-Arenen zu kümmern. Aber unterirdische Zombie-Arenen haben auch ihren Reiz. Das muss man mal zugeben. Ja. Mal gucken, wo war denn jetzt die Situation des Zombies? Ich mach mal das hier und dann mache ich mal das hier. Und dann breche ich mir mal was und das Kohle in der Wand und das ist ein Creeper. Ich möchte Kohle, aber kein Creeper. Wie stelle ich denn das an? Ich könnte ja mal hier so ein bisschen fies sein gegenüber dem Herrn Creepermann. Und mich einfach mal rübergraben und den unten mal rumhampeln lassen. Na, dumm Mann. Kommst du nicht an mich ran? Findet deinen Weg hier hoch, das fände ich aber doof. Mann. Grüne Viecher in grünen Bäumen, das mag ich gar nicht. Ja, also dieser Wald ist schon eine Sache für sich. Das muss man zugeben, aber ich werde mir erstmal die Kohle hier krallen. Da kommt ein Zombie angewatschelt, ja. Mein Gott. Wir haben schon schlimmere Sachen überlebt als ein paar Zombies. Zum Beispiel Zombies auf Augenhöhe. Das wollte ich gar nicht. Geh weg. So. Ich glaube, die Creeps sind jetzt wesentlich intelligenter geworden im Gegensatz zu mir. Geh mal weg, ich kann jetzt keinen. Ich habe jetzt keine Zeit, auch Schwert zu wechseln. Denn die verfolgen einen ziemlich hartnäckig. Hä, brenne du Sau. So. Ja, also mit den Viechern ist schon so eine leichte Qual, aber macht halt auch so ein bisschen die Spannung aus, die wir uns hier ein bisschen aufzubauen versuchen. So, das war ein ziemlicher Klitschsprung, aber egal. Habe ich jetzt alle Kohle hier rausgemopst? Ja. So, wieder ein bisschen rumgeklitscht. Und dann machen wir mal den Wege hinter uns weg, damit hier kein Viech uns verfolgen kann. Und hoffen, dass auch keins auf den Bäumen rumlungert. Hier ist doch irgendwo ein Skelett in der Nähe, die dumme Sau. Hoppala, ich bin ein bisschen weg vom Mikrofon gegangen. Es tut mir jetzt mal leid, aber auch nur, weil ich gucken wollte, wo das Viech sich eigentlich rumtreibt. So, ich mache ja mal ein bisschen den Eingang wieder zu mit schönem Mossstone. Und werde mal gucken, was ich hier so anstellen kann. Also erstmal nehme ich mir die Truhe mit, würde ich mal sagen. Das dauert jetzt ein bisschen. So. Und da werde ich mal gucken. Der Raum ist so gestaltet, dass er so gestaltet ist. Okay. Also, wir werden mal das hier wegklopfen, das hier wegklopfen, das hier wegklopfen, das hier wegklopfen. Und ich versuche das mal so zu gestalten, dass er sich so ein bisschen trichterförmig. Die Truhe habe ich die ganze Zeit übersehen übrigens. Dass sich das Ganze etwas trichterförmig gestaltet. So dass wir dann hier, naja, quasi alle Zombies fachgerecht in die Arena spielen können. Und ich dachte mir, dass ich die Arena dann 9x9 groß mache, weil 9x9 hat ein Feld in der Mitte. Und in dieses eine Feld in der Mitte können wir dann Wasserbecken setzen, wo die ganzen Zombies sicher landen können. Und daraus dann hervortreten können. Also in der Art hatte ich mir das so vorgestellt. So, dann hier natürlich noch nach unten. So, hier so. Treppchen, Treppchen. So, ich denke mal, das dürfte reichen. Dann wird das hier die Fallstrecke. Also hier so, ne? So, und dann die Wand muss noch weg. Also Mossstone kann ich sowieso mitnehmen. Den kann ich irgendwo gut, vielleicht auch schon hier im Handelsviertel anbringen. So, die Truhe nehme ich natürlich mit. Zack, und den ganzen Stuff, der da drin ist, auch. So, 1, 2, 3 nach drüben. Und kommt hier die Wand hin wieder.
Ja, wo mache ich die Wand eigentlich weg, ich Idiot? Weil ich den Moston haben will? Genau, das ist die Begründung. Ich möchte Moston haben, deswegen mache ich die Wand weg. Und dann würde ich mal sagen, hier drunter kommt dann quasi die Treppe weiter, also der Abfluss. Ein Zombie-Abfluss quasi. So, so, so. Aha. Ich glaube, diese Dungeons sind nicht immer symmetrisch. Ich weiß überhaupt nicht, wie die aufgebaut sind an sich. Aber ist auch erstmal egal. Dann mache ich das hier weg. Dann noch das hier im Endeffekt. Das hier ist das Loch dann in der Mitte. Das muss ich mir mal so markieren als solches. Und dann kommt hier Cobblestone, Cobblestone, Cobblestone. Das Loch. Cobblestone, Cobblestone. Das hier weg. Wand bleibt da. Okay. So hier. Ist das symmetrisch? Ist doch überhaupt nicht symmetrisch. Warte mal. Also 1, 2 nach oben. 1, 2 nach oben. Und dann hier die Wand. Ach so, ich habe das jetzt so gemacht. Na, warte mal. Dann haue ich hier mal die ganze Wand raus. Ja, ich weiß, ich steigere mich gerade mit der Spannung ins Unendliche, aber. Keiner gesehen. Hier ist kein Loch in der Wand. So, die Wand haue ich mal raus und die andere auch, damit das hier schön symmetrisch wird, der Raum. Ich weiß nicht, warum dieser Raum unbedingt symmetrisch sein muss, aber irgendeine Begründung findet sich dafür schon. So, und wir werden mal hier gucken, dass wir alles schön hingebogen bekommen. Dann kann ich den Raum nämlich hier oben abdunkeln. Und dann spawnen hier die ganzen Zombies. So, das hier möchte ich natürlich nicht so haben. So, weg ist es. Jetzt mache ich hier drüben noch die Wand klar. Hier ist dieser Gang, den kann man eigentlich auch mal ein bisschen blockieren. Ja, die Wand hier kommt noch raus und dann sind wir eigentlich erstmal mit dem Groben fertig. Natürlich müssen wir hier noch ein bisschen die Funktionalität reinbringen. Das heißt, mit Hilfe vom Wasser bringen wir die rein. Aber da werde ich dann mal gucken, wie ich das mache. Na gut, eigentlich weiß ich schon, wie ich es mache. Ich mache einfach so einen Wasserabfluss. Der natürlich idealerweise. Wie weit fließt ein Wasser eigentlich? Ach so, warte mal, das mit dem Trichter ist sowieso ein bisschen Blödsinn, weil wegen. Ne. Oder ist das Blödsinn? Ich überlege gerade, was hier eigentlich Blödsinn ist. Das Wasser. Ich könnte ja natürlich einen Wasserfall in der Mitte machen, wo dann die Zombies rauskommen. Aber ich weiß gerade nicht, ob das so geil wäre. Aber ich meine, kann man eigentlich machen? Puh, ja. Hindert einen ja keiner dran. Die Zombies können ja ohne Probleme durch Wasser durchgehen. Ja, ich würde sagen, wir machen so einen Zombie-Wasserfall, wie auch immer, Situationsfall-Dingens. In der Hoffnung, dass das hier natürlich funktionieren wird, was ich mir gerade ausdenke. Aber das werden wir schon früh genug feststellen. So, das hier noch weg, das noch weg. So, dann haben wir hier diesen Zombie-Trichter quasi. So, das heißt, hier werden dann die Zombies spawnen in den Raum und vielleicht noch andere Viecher. Mal gucken. Na gut, eigentlich wären nur Zombies ganz günstig. Da wissen wir nichts, was auf uns zukommt. Da würde ich hier rundherum dann Wasser setzen. So, ich mache das hier mal ein bisschen authentischer. Obwohl es ja eigentlich überhaupt keinen interessiert. Da muss ich dann von der Außenseite eher noch nachbessern, aber ist ja egal. So, hier wird dann der Zombie-Spawn-Raum. Den leuchte ich mal kurz ein bisschen mehr aus. Weil wegen Sicherheit. So, hier spawnen die Zombies. So, die fallen dann hier runter. Ja, dann muss ich quasi. Warte mal, die Decke wird dann auf die Höhe kommen. Also ungefähr so hier. Damit wir dann noch einmal Boden dazwischen haben. So, das hier wird die Deckenhöhe. Also wir pickern hier ziemlich viel im Untergrund rum, aber das ist ja an sich nichts Schlechtes, wenn man mal davon absieht, dass uns bald das Inventar ein bisschen überläuft in Sachen Cobblestone. So, dann richten wir halt, da können wir auch eine Rundrum-Arena machen, das ist ja dann auch egal. Wenn das sowieso alles zentral gedacht ist, dann können wir das auch als eine Art eckiges Kolosseum gestalten, ist ja dann völlig Wurst. So, das hier machen wir alles raus. Was habe ich gesagt? Der Kampfplatz soll einen Durchmesser von 9x9 haben. Da habe ich mir natürlich einiges vorgenommen, muss ich mal zugeben.
Ah, das werden wir schon irgendwie hinkriegen. So, wir müssen jetzt jede Seitenlänge auf 9 kriegen. Puh, das wird ja einiges an Hackarbeit kosten. Ein spitze Hackarbeit. Und langsam werden es auch die Spitzhacken ausgehen. Also wenn die Spitzhacke alle ist, dann haben wir auch genug Platz für Cobblestone. Und dann können wir hier erstmal ein kleines Päuschen einlegen. Das ist ja auch nicht schlecht. Also mal sehen. 9, dann müssen wir... die Hälfte von 9 ist grob 4 plus 1. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Dann müssen wir auch 1, 2, 3 und 4 in die Richtung gehen. Und hätten dann erstmal quasi den Umriss des Kampfplatzes geschaffen. So, jetzt ist die Spitzhacke im Arsch. Das heißt, wir haben hier einen Haufen Zeit vertrödelt und auch Blödsinn geschaffen. Aber zumindest haben wir einen halbwegsen Plan, wie wir das denn hier machen werden. Das ist ja auch halbwegs begrüßenswert. So, und bevor ich jetzt noch halbwegs größeren Mist latsche, lavere, würde ich mal sagen, ich begebe mich mal wieder zurück ins Bettchen und schlafe mal bis zum nächsten Morgen. Und dann gucke ich mal, ob ich mit der Kohle irgendwas anstellen kann. Ich würde sagen, könnte ich dann schon machen. Da könnte ich ja ein bisschen Cleanstone machen. Und mit ein bisschen Cleanstone könnte ich ja ein bisschen Turm weiterbauen und so weiter und so fort. Also haben wir auch einiges im Plan stehen. So, ich lege mich mal ins Bettchen und gucke dem dicken, fetten Mond zu. So, und sind wieder frisch aufgewacht. Und können gleich frohen Mutes zu weiteren Taten schreiten, die da sein werden. Wir werden nämlich das Eisen aus dem Ofen polken. Dann werden wir irgendwie hier Dingens machen. Also Eisen aus dem Ofen raus. Die 10 Eisen können wir nicht mitnehmen, weil wir doof sind. Dafür packe ich mal das hier rein und packe dann auch mal was von unserer mühsam erbeuteten Kohle rein. So, mach das gleich mal. Ja, mach das gleich mal auch hier. So, hoppala, eins zu viel. So, und dann mache ich das auch mal hier, weil ein bisschen Stein, also gemauerten Stein brauche ich ja noch für die Fundamente der Häuser der Unterstadt. Und das hier lasse ich mal. Mal gucken, vielleicht reicht das ja schon. Den Cobblestone packe ich hier mal rein, obwohl er gar nicht hingehört. Also packe ich den gleich mal wieder raus, um hier ein bisschen Zeit zu schinden. Und würde sagen, wir sehen uns dann einfach in der nächsten Folge wieder, wenn ich hier mal ein bisschen Ordnung in meine Gedanken gebracht habe und auch in diese Gesamtsituation meines Inventars. Das hier mitnehmen, die Truhen da reinpacken, das hier mitnehmen. Ja. Das da rein, das da rein, das da rein, das da rein, das da rein. Das da auch mal da rein. Das schmeiße ich gleich wieder weg. Und wir werden uns dann einfach in der nächsten Folge wiedersehen, wenn ich hier mal ein bisschen weiter an den Turm rumbastle und ja, mir vielleicht noch andere hübsche Sachen einfallen lasse. Was mir aber im Moment gerade misslingt. Deswegen sage ich einfach mal Tschüssi und auf Wiedersehen.